Wie gut leiten Elektrolyte den elektrischen Strom? Aus der Elektrotechnik kennen wir den typischen Aufbau zur Leitfähigkeitsmessung. Die Spannung messen wir in Volt, die Stromstärke messen wir in Ampere. Der Quotient Spannung durch Stromstärke nennen wir Widerstand R, die Einheit ist Ohm. Der Kehrwert des Widerstandes, der Quotient I durch U, ist der Leitwert G, die Einheit ist Ampere pro Volt oder Siemens. Wenn wir den Widerstand normieren und mit der Fläche der Elektroden multiplizieren, durch den Abstand der Elektroden dividieren, haben wir den spezifischen Widerstand Rho. Die Einheit ist hier Ohm mal Zentimeter. Und wenn wir den Kehrwert dieses spezifischen Widerstandes nehmen, haben wir die spezifische Leitfähigkeit Kappa mit der Einheit 1 durch Ohm pro Meter oder Siemens pro Meter. In der Elektrochemie arbeitet man häufig mit der spezifischen Leitfähigkeit Kappa. Geräte, die diese Größe messen, heißen Konduktometer. Wenn ich zwei Elektroden habe mit der Fläche 1 Quadratmeter, die im Abstand 1 Meter sich befinden. Ich lege eine Spannung von 1 Volt an und messe dann eine Stromstärke. Die Stromstärke, die ich dann in Ampere messe, die entspricht der spezifischen Leitfähigkeit in Siemens pro Quadratmeter. Die Leitfähigkeit hängt ab von der Anzahl der Ladungsträger und von der Beweglichkeit der Ladungsträger. Für viele Materialien ist das bei einer konstanten Temperatur eine tabellierte Größe. Die Metalle haben aufgrund der großen Beweglichkeit der Elektronen sehr hohe Leitfähigkeiten. In flüssigem Kochsalz sind die Ionen deutlich weniger beweglich. Auch in reinstem Wasser haben wir eine Leitfähigkeit, denn auch im reinsten Wasser sind Ionen vorhanden. Aufgrund des Ionenprodukts haben wir immer Protonen und Hydroxidionen. Im Gegensatz zu den bisher diskutierten Materialien können wir einen Elektrolyten verdünnen. Wenn wir die Ladungsträgeranzahl auf ein Zehntel reduzieren, wird die Leitfähigkeit nicht ganz auf ein Zehntel reduziert. Wir werden uns mit dieser Abhängigkeit noch näher beschäftigen. Man normiert die Leitfähigkeit auf 1 Mol pro Liter Ladung oder 1 Mol pro Liter Elektrolyt. Im einen Fall sprechen wir von der Äquivalentleitfähigkeit groß Lambda, im anderen Fall von der molaren Leitfähigkeit Lambda M. Wir dividieren dazu die spezifische Leitfähigkeit durch die Konzentration und gegebenenfalls noch durch die elektrochemische Wertigkeit. Ein Aquarium mit der Länge, Breite und Höhe von 1 Meter. Die Seitenflächen, die sich gegenüberstehen, elektrisch leiten, sodass wir hier praktisch Elektroden haben. Und jetzt geben wir in diesen Behälter genau 1 Mol Ladung. Wenn wir eine konzentrierte Lösung haben, brauchen wir da wenig. Wenn wir eine verdünnte Lösung haben, brauchen wir entsprechend mehr. Jetzt legen wir wieder eine Spannung von 1 Volt an. Die Stromstärke, die ich jetzt messe, entspricht der Äquivalentleitfähigkeit in Siemens Quadratmeter pro Mol. Bei einem idealen Elektrolyten haben wir keine Ionenwolke. Wenn wir diesen Elektrolyten verdünnen, bleibt die Äquivalentleitfähigkeit konstant. Bei einem realen starken Elektrolyten spielt die Ionenwolke eine große Rolle, schirmt die Zentralionen ab. Wenn wir diesen Elektrolyten verdünnen, wird die Wirkung der Ionenwolke schwächer, die Beweglichkeit der Ionen erhöht sich und die Äquivalentleitfähigkeit erhöht sich ebenfalls. Noch ausreichender ist es bei schwachen Elektrolyten. Hier erhöht sich der Dissoziationsgrad mit zunehmender Verdünnung und die Anzahl der Ladungsträger nimmt zu. Wenn wir einen idealen Elektrolyten haben, dessen Äquivalentleitfähigkeit vermessen, dann diesen Elektrolyten verdünnen, bleibt die Äquivalentleitfähigkeit konstant. Auch bei unendlicher Verdünnung hätte die Äquivalentleitfähigkeit den gleichen Wert. Man nennt dies die Grenzleitfähigkeit Lambda unendlich. Bei einem starken Elektrolyten, etwa Kochsalz, nimmt die Äquivalentleitfähigkeit zu, wenn ich verdünne, aufgrund der erhöhten Beweglichkeit der Ionen. In der sogenannten Kohlrausch'schen Auftragung der Äquivalentleitfähigkeit gegen Wurzel aus C erhält man eine lineare Abhängigkeit
und wir erhalten einen Schnittpunkt dieser Geraden mit der Ordinate bei der Grenzleitfähigkeit Lambda unendlich. Dies ist die hypothetische Leitfähigkeit eines starken Elektroden, wenn er unendlich verdünnt wäre. Noch ausgeprägter ist dieser Effekt des Anstiegs der Äquivalentleitfähigkeit bei Verdünnung bei den schwachen Elektrolyten, etwa Essigsäure. Hier spielt die starke Zunahme der Dissoziation eine große Rolle. Weil in einem Elektrolyten Anion und Kation für den Ladungstransport zuständig sind, können wir diese Grenzleitfähigkeit Lambda unendlich aufspalten in einen Anteil der Kationen, Lambda plus unendlich, und einen Anteil der Anionen, Lambda minus unendlich. Das ist das Kohlrausche Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung. Wir können den Anteil der Anionen und Kationen an der Gesamtleitfähigkeit quantifizieren. Das sind die sogenannten Überführungszahlen T, indem wir die Ionenleitfähigkeit durch die Gesamtgrenzleitfähigkeit dividieren. Wenn wir die Grenzleitfähigkeit der Ionen vergleichen, dann sehen wir, dass die meisten Ionen eine Grenzleitfähigkeit zwischen 50 und 80 Siemens Quadratzentimeter pro Mol haben. Dass es aber zwei wichtige Ausnahmen gibt, einmal das Hydroxidion und einmal das Proton. Diese Ionen leiten in Wasser sehr, sehr viel besser als alle anderen Ionen. Dies kommt daher, dass sie mit einem speziellen Mechanismus leiten, dem Grotthus-Mechanismus. Damit ein Proton oder ein Hydroxidion in Wasser wandert, muss es nicht die ganze Strecke tatsächlich physikalisch zurücklegen, sondern es reicht, wenn sich die Wassermoleküle etwas umorientieren und dann Protonen von einem Wassermolekül zum anderen springen. Lithium leidet deshalb schlechter als Natrium, weil hydratisiertes Lithium einen größeren Radius hat als hydratisiertes Natrium. Den gleichen Effekt haben wir bei den Erdalkali-Ionen. Magnesium ist zwar im Kristallrichter sehr klein, in hydratisierter Form aber sehr groß und leidet deshalb am schlechtesten von allen Erdalkali. Metallionen. In jedem Fall ist es so, dass die Leitfähigkeit mit zunehmender Temperatur zunimmt, denn mit zunehmender Temperatur nimmt die Viskosität des Wassers ab, die Beweglichkeit der Ionen nimmt zu. Es gibt eine Regel hierzu, dass die Leitfähigkeit multipliziert mit der Viskosität eine Konstante ergibt. Bei schwachen Elektrolyten können wir die Grenzleitfähigkeit Lambda unendlich einfach mit dem Dissoziationsgrad Alpha multiplizieren und erhalten die Äquivalentleitfähigkeit. Alpha ist jedoch keine Konstante. Wenn wir zum Beispiel eine Carbonsäure dissoziieren, eine Einlagekonzentration von C haben, liegen nach der Dissoziation Alpha mal C als Proton vor, Alpha mal C als Anion vor. Das Massenwirkungsgesetz lautet entsprechend Alpha mal C mal Alpha mal C dividiert durch 1 minus Alpha mal C, die verbleibenden undissoziierten Carbonsäuren. Das Ganze ist gleich der Säurekonstant. Mit dieser Formel können wir jetzt den Dissoziationsgrad ausrechnen und damit die Äquivalentleitfähigkeit. Wir haben mit dieser Formel auch eine Möglichkeit, die Grenzleitfähigkeit von schwachen Elektrolyten zu ermitteln. Wir messen experimentell bei verschiedenen Konzentrationen des schwachen Elektrolyten die Äquivalentleitfähigkeit, tragen dann den Kehrwert der Äquivalentleitfähigkeit über Lambda mal C auf, erhalten eine Gerade, aus deren Achsenabschnitt wir Lambda unendlich ermitteln können. Aus der Steigung können wir zusätzlich die Säurekonstante K ermitteln. Bei starken Elektrolyten gilt das Kohlrausche Quadratwurzelgesetz. Wenn wir hier verschiedene Konzentrationen hinsichtlich ihrer Leitfähigkeit vermessen und Lambda gegen Wurzel C auftragen, erhalten wir eine Gerade, deren Achsenabschnitt der Grenzleitfähigkeit Lambda unendlich entspricht. Mithilfe dieses Kohlrauschschen Quadratwurzelgesetzes können wir zum Beispiel die Grenzleitfähigkeit von Natronlauge auf etwa 250 Siemens Zentimeter Quadrat pro Mol bestimmen. Für alle Elektrolyte gilt,
Die Grenzleitfähigkeit lässt sich aus Tabellenwerten der Ionenleitfähigkeiten durch Addition ermitteln. Für starke und schwache Elektrolyte müssen wir diese Grenzleitfähigkeit auf aktuelle Leitfähigkeiten Lambda umrechnen und anschließend zusammen mit der Konzentration auf die spezifische Leitfähigkeit Kappa zu kommen.